Schönen guten Tag. Ich begrüße Sie herzlich. Mein Name ist Nikolaus Selimow. Ich bin Studiengangsleiter der Tanzabteilung an der MUG. Ich bin eingeladen worden, eine Einleitung zum Workshop der Performerin und Choreografin Doris Uhlich zu machen. Da ich mich entschlossen habe, beim Workshop aktiv mitzumachen, sind meine Gedanken aus der Perspektive des Teilnehmers formuliert. Niemand wird uns je berühren, anrühren, erreichen. Pandemiebedingt fand der zweitägige Workshop als Zoom-Online-Meeting statt. Also wieder einmal Physical Distance. Keine Berührungen, keine körperlichen Begegnungen, keine energetische Verbundenheit in einem gemeinsamen Handlungs- und Aktionsraum. Zu Beginn initiierte Doris Uhlich ein Gespräch über Textpassagen aus dem Theaterstück Am Königsweg von Elfriede Jelinek. Einen Diskurs über Blindheit, Populismus und Scheitern. Zitat Elfriede Jelinek: Wir haben jetzt nichts mehr zu sagen, das ist unsere Strafe und ihre Freude. Wir haben die Menschen als unser Eigentum betrachtet, das uns zuhören musste. Jetzt schmerzvolle Enttäuschung. Keiner hat uns zugehört, die ganze lange Zeit, keiner. In den physisch-tänzerischen Phasen des Workshops wird mein Wohnraum zum Aktionsraum, den es neu zu entdecken gilt. Drei Handlungsanweisungen von Doris Uhlich. Wir erweitern unsere Wahrnehmung. Nehmen wir es als Geschenk, in die Momente reinzugehen, wo man denkt, mir fällt nichts mehr ein. Begrüßen wir unsere eigenen Bewegungsmuster. Ausgehend von visuellen Verbindungen entwickeln wir zunächst tänzerische Reaktionen auf Linien, Kanten, Nischen und Zwischenräume des eigenen Wohnraums. Sinnliches Erfahren und Erfassen. Als nächste Aufgabenstellung folgen physische Interaktionen mit der Architektur des Wohnraums, Möbel, den verschiedenen Materialien und Texturen, die mich umgeben. Die Begegnung meiner Haut, meiner Körperaußengrenze mit dem mich Umgebenden. Wohnraum als Begegnungsraum mit dem Selbst. Die dritte und intensivste Improvisationsphase initiiert unkoordinierte, nicht symmetrische, die Körperlogik negierende Bewegungen, verbunden mit der Aufgabe, spontan Gegenstände im Raum neu zu platzieren und verweist dadurch sowohl auf physische als auch auf räumliche Dekonstruktion. Bei mir stellt sich spontane Handlungsbereitschaft ein, die physisch-materielle Taten provoziert und Chaos zulässt. Tänzerische Täterschaft. Doris Uhlich stellt in ihrer künstlerischen Arbeit den Körper ins Zentrum. Vermittler ihrer Konzeptionen sind Körper in all ihrer Vielfältigkeit, Individualität und Einzigartigkeit. Junge und alte Körper, Körper mit unterschiedlichen Hautfarben, Körper mit Einschränkungen. Feste, weiche, schlanke, dicke Körper. Körper mit ihren subjektiven Erfahrungen, Einschreibungen und vor allem Erinnerungen. Der partizipative künstlerische Schaffensprozess von Doris Uhlich resultiert Laborsituationen demokratischen Verhandelns. Körper machen Politik und mit Körpern wird Politik gemacht. Vielen Dank. Gut, dann starte ich mal. Es fließt aus mir ohne Plan. Selbstermächtigung, ich dominiere den Raum.
Auflösung meiner Schemata, Verweis ins Chaos, spüre mich asozial. Es entsteht nichts Raumverbindendes. Was ist mit meinen Gliedmaßen los? Sind die jetzt ganz verrückt geworden? Ich schaue nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Meine Arme wirbeln in verschiedenen Rhythmen. Mein rechter Ellbogen zuckt und wirft dabei meine Hand wieder woanders hin. Meine Knie fallen in unterschiedliche Richtungen und erheben sich wieder. Mein Kopf schwebt in einen Umkreis von 20 Metern um mich. Mein unterer Arm zuckt immer mehr aus. Meine Schultern lösen sich und ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich losfliege oder durch den Boden durchbreche. Da fällt mir kurz auf, ich spüre meine Muskelkater gar nicht. Kurze Unterbrechung. Die Möbel und die Gegenstände wirken so, als ob sie mich anschauen würden. Warten, was jetzt mit ihnen passiert. Aufwirbeln, austanzen. Türe öffnen, Taschen fliegen. Die Wärmflasche wärmt jetzt den Boden. Draußen regnet es. Drinnen hat's gedonnert. Mein Nacken wird morgen wieder wehtun. Mein Geist wird aber frei sein, zumindest für einen Augenblick. Tanzen bis zur Erschöpfung, Schmerzen, aber tolle Schmerzen. Die Verwüstung meines Zimmers war schön, ich freue mich sogar aufs Aufräumen. Da höre ich die drei Fragezeichen. Was geht mir durch den Kopf? Leere. Mein Kopf ist nur Teil meines Körpers. Ich lenke nicht, ich beobachte. Ich wundere mich, ich staune. Darüber, was ich mit mir mache. Was die Musik mit mir macht. Meine Körperteile unterhalten sich miteinander, schreien herum. Die Wirbelsäule ist mit allem einverstanden. Arme und Beine streiten. Das Becken ist der Mediator und der Kopf belächelt die Vorgänge unter sich. Ich merke, dass ich meine Hände selten nutze für Bewegungen, obwohl ich sie sonst doch so oft verwende. Ich bin ein wandelndes Chaos und es würde sich richtig anfühlen, einen Arm oder ein Bein abzuschütteln und bei Gelegenheit wieder einzusammeln. Aber das ist wohl die Grenze meines Chaos. Sich verlieren in Dunkelheit, im Ungewissen, um dort auf Erfahrungen, Begegnungen, Momente zu stoßen. Auflösung der Karte in meinem Kopf. Das weiche Fleisch und die stabile Architektur und Möbel. Viel Knochen, wenig Fleisch. Immer wieder die Kälte des Materials, des Materiellen. Einsamkeit des Körpers. Ich erfahre viel Abweisung durch das, was mich von außen begrenzt. Meine Pflanzen, eine neue Begegnung. Umarmung des Fikus, schöner Moment, der mag mich. Das Sofa mag mich auch. Wo genau stehe ich? Wo genau befinde ich mich? Sehe die Dinge durch andere Augen, ohne Augen, durch meine Körperteile. Sie vertragen den Boden unterschiedlich. Der Druck wird bei den Füßen anders verlagert als bei der Nase, anders als die Hüfte es tut. Bleiben diese neuen Entdeckungen oder ist alles wieder beim Alten, öffne ich die Augen. Ich finde es erstaunlich, wie genau ich mir vorstellen konnte, wo sich was in meinem Zimmer befindet. Trotzdem war ich manchmal verwundert, wie sich manche Gegenstände anfühlen. Ganz besonders ist mir in Erinnerung geblieben, als ich beim großen Spiegel war. Da wusste ich, er liegt nicht ganz auf der Wand auf, sondern steht leicht ab. Ganz vorsichtig habe ich ihn ertastet. Du kannst überall drüber, du kannst überall rein, du kannst überall raus. Du liebst deine Umgebung, du liebst, was du bist und wer du bist. Du bist eins mit deinem Umfeld und gleichzeitig eigenständig. Mein Gesicht ist weich, mein Umfeld ist weich, der Couchtisch muss weg. Der blaue Sessel ist der Wahnsinn, ich fühle mich angezogen. Das Holz zärtlich zu streicheln ist schön. Von wem der Kaugummi auch ist, wessen Speichel sich hier erhärtet hat, es ist jetzt Teil meines Kosmos. Einmal draußen ist schwer, wieder reinzukommen. Schade, dass Manuel gerade gekommen ist. Ich spüre den Teppich an meiner Stirn nach. Das Bett bewusst wahrnehmen und nicht nur drin schlafen. Harte, schmale, detaillierte Dinge sind viel weniger einfach wahrnehmbar mit dem ganzen Körper wie mit den Händen. Staub mit dem ganzen Körper abfangen. Holz kann ursamt sein und dennoch so hart, weil man nie reinkommen wird.
Zähne fühlen, Haare nicht. Augenlid und Augapfel fühlen immer zugleich, als wäre das Lid aus hauchdünnem Samt. Unter dem Sofa ist es kühler als darauf. Bewegung verändert den Kontakt der Kleidung mit meinem Körper. Berührungen kann ich innen und außen spüren. Die Haut hat auch eine innere Seite. Berührungen können mich das spüren lassen, was unter der Haut ist. Lust der Kälte, Moment des Ateninnehaltens, dann erwärme ich das Widerständige. Die eigene Verletzlichkeit als Stärke. Die Unwirklichkeit des Außens, mein Körper, Heimat. Füße verkreuzt, entspannen und loslassen. Leichte Bewegung hin und her. Rücken in den Boden massieren, hin und her. Blitze vor den Augen, Bewegung, Kopf hin und her, lautere Meermusik, Bewegung rhythmischer, Abschluss hin und her. Okay, ja, ich habe jetzt in der Pause einfach weiter nachgedacht über meine Erfahrungen oder Erlebnisse, die ich jetzt in den letzten 2 Tagen beim Workshop von Doris gesammelt habe. Und was mich so beschäftigt von gestern, von so ein paar Sätzen, die Doris gesagt hat, zum Beispiel ist der Satz, wir erweitern unsere Wahrnehmung, wir sehen Dinge, von denen wir glauben, sie bereits zu kennen, anders, neu. Und davon ausgehend jetzt auch stark in Zusammenhang mit der letzten Improvisationsphase, die wir jetzt gemacht haben, eben die Frage nach der Politik und Körper macht immer Politik und Körper sind auch Politik. Und was ich jetzt in Bezug auf das Workshop so spannend oder herausfordernd auch finde, ist, wie durch, sage ich mal, scheinbar einfache Aufgabenstellungen, wir doch in sehr, sehr unterschiedliche Welterfahrung und Umwelterfahrung einsteigen. Also jetzt dieser Ausgangspunkt, der eigene uns vertraute Umraum, der eigene Wohnraum, das eigene Zimmer, in dem wir uns da befinden, wie begegnen wir dem, wie interagieren wir da? Und was ich sehr bemerkenswert finde, wie also durch diese Weiterdifferenzierung von Aufgabenstellungen jetzt besonders für mich in der letzten Phase dieser Chaostrieb, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, wie hier bestimmte Mechanismen physisch erlebbar werden, die für mich sehr klar auch in politisches Verhalten verweisen. Und das persönlich für mich durchaus mich nachdenklich stimmende ist diese Ambivalenz, dass das die Handlungsfähigkeit und die Bereitschaft, so wie wir das gemacht haben, da jetzt den eigenen Umraum spontan tänzerisch umzugestalten, dass diese Handlungsfähigkeit andererseits aber auch immer ein bisschen die Grenzüberschreitung gegenüber dem anderen, gegenüber dem Außen in sich trägt. Und so wie ich das vorhin gesagt habe, das, was wir jetzt mit Gegenständen gemacht haben, ist für mich sehr leicht übertragbar, dann auch im Umgang mit anderen Menschen. Also das ist ein bisschen die Gedanken, die mir da jetzt gerade durch den Kopf gegangen sind. Bei mir, ich habe das schon bei der letzten Übung auch an meine Außenwelt gedacht. Und zwar, ich glaube, normalerweise bin ich eher zurückhaltend und erlaube mir quasi Ausbrüche in der Außenwelt nicht. Und ich glaube, deswegen konnte ich dieses jetzt komplett aus mir rausgehen voll genießen.
Ich hoffe, ich kann es ausdrücken, weil mir fehlen gerade ein bisschen die Worte, aber zu dieser Sogwirkung auch auf sich selbst bezogen. Ich habe gestern auch so einen Gedanken gehabt, wie ich die Impro vorbereitet habe, der konstanten Veränderung, dass eigentlich ich schon die konstante Veränderung bin. Also ich tanze sie, also ich versuche sie jetzt zu verkörpern, ja, oder ich versuche sie zu übersetzen mit meinem Körper, eben mit der Improaufgabe, die ich euch gestellt habe. Und gleichzeitig habe ich dann irgendwie gemerkt beim Vorbereiten, eigentlich bin ich die Veränderung. Und ich bin sie für mich selbst und auch für die anderen. Vielleicht bin ich auch für die anderen der Sog, von dem ich selbst eigentlich auch davonlaufe. Oder versuche mich rauszutanzen. Ich weiß nicht, ob ihr das Solo gesehen habt von mir, Tank, wo ich in einer Röhre war, in einer Plexiglasröhre. Also ich habe mir so eine Röhre bauen lassen von circa einem Meter nur Durchmesser. Und es ging so um das Verhältnis Mensch und neue Technologien oder der Mensch als Experimentierfeld für, ja, für wen auch immer. Aber so im Reagenzglas, die Ulich Doris tanzt, beschäftigt sich mit, ich sage mal, Fortschritt oder körperlichen Transformationen, körperliche Verbesserungen, ja, mit dieser Thematik halt von Body Enhancement. Und auch während dem Proben bin ich draufgekommen, ich habe am Anfang gedacht, ich tanze im Glas. Ja, ich tanze im Glas und das Glas sozusagen ist wie in der Science Fiction so das Symbol für Operationssaal oder für Lupe oder für der Körper als Schauobjekt, als Experimentierfeld, für jemanden außerhalb des Tanks, der mit mir irgendwie was versucht zu probieren. Und ich check das vielleicht oft gar nicht, dass ich in einem Glas bin und dann check ich es wieder, dass ich in einem Glas bin, weil natürlich gibt es den Widerstand des Glases und der Widerstand ermöglicht mir Bewegung und auch verunmöglicht mir Bewegung, weil es eben so ein kleiner Umraum war. Und während dem Proben oder eben auch viel lesen und viel drüber nachdenken, aber auch körperlich erfahren, bin ich halt draufgekommen, dass ich eigentlich schon der Tank bin. Also wie wenn der Tank schon in mir steckt. Ich bin auch schon ein Zylinder. Also ich bin irgendwie schon Teil dieses Zylinders. Ja, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich um 10 aufstehe, obwohl ich eben um 8 aufstehen sollte. Oder so, wisst ihr? Also so irgendwie diese innere Uhr oder so eine bestimmte Form von Taktung, die man sich selbst schon gibt. Die man eben auch von außen so fast schon inkarniert hat. Wie man sich rhythmisch im Tag bewegt, damit das System funktioniert. Insofern ist es auch interessant, dass das so ähnlich ist, wie Niki jetzt gesagt hat, von der Wohnung ausgehend beginnt man dann nach draußen zu denken. Es war eh so wie von dem kleinen Umraum aus, habe ich auch begonnen, eigentlich nach draußen zu denken und gleichzeitig mehr noch in mich zu gehen, wo ich gemerkt habe, scheiße, I am Tank. Und wahrscheinlich bin ich auch der Tank für andere. Ich habe diese Erfahrung der Selbsteinschränkung irgendwie jetzt in den letzten oder im letzten Jahr in unseren Online-Tanzstunden ein bisschen gemacht. Also da ist mir aufgefallen, war ich verwundert, wie sehr ich mich vom kleinen Raum einschränken lasse. Nämlich statt dass ich jeden Winkel ausnutze und also an die Grenzen meines Raumes gehe, habe ich mir einen noch kleineren Platz zum Tanzen genommen und habe noch kleinere Bewegungen gemacht. Und dann ist mir aufgefallen, irgendwie, das ist fast schon so wie eine Resignation. Ich
erforsche gar nicht neue Möglichkeiten oder versuche gar nicht mir den Raum zu nehmen, den ich eigentlich habe, sondern lass mich so vom noch kleineren einschränken, ja, der eigentlich nicht so klein ist, wie es sich anfühlt. Oder sind wir so drinnen, dass wir eh nichts mehr sehen und es eben die Mechanismen auch nicht mehr erkennen können? Also dieses Einlagerungssystem Körper und dass wir sozusagen in dem auch mit drinnen sind, das glaube ich echt. Ich komme halt drauf, je mehr ich mich mit Leuten in Verbindung setze, die genauso reflektieren wie ich über den Schwamm oder die sich des Schwamms bewusst sind, desto wohler fühle ich mich als Schwamm. Oder desto mehr fühle ich mich wohl, um mich nicht zu schämen, Dinge aufzusprechen, zu handeln. Ich fühle mich handlungsfähiger, wenn ich merke, das Umfeld ist stimmig für meinen Schwamm. Ja.